Moin. 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 Na, wie viel? 136 Kilo. 136 Kilo? Das ist mal mau. Mau? Ja. Wir haben noch gebunkert. Das macht 270 in den Miesen. Und eine halbe Tonne Gammel haben wir über Bord gekippt. Wittling, spannlang und vollgefressen mit Krabben. Schittert. Kannst du sagen. Du, hast die Winch wieder klar gekriegt? Wir wollen da noch mal ran. Ist was mit dem Ritzel. Oh, sind da Zähne kaputt? Tja, klingt so. Hm. Sind auch nicht mehr das, was ich mal war. Nix ist mehr so. Was ist? Wollt ihr auch Tee? Wenn der Köln noch nicht wieder alle ist. Ich hab ne Reserve, Buddel. Mensch, und dein alter Vater, der sitzt hier auf dem Trockenen, ne? Da sitzt er gut. Also. Das muss man sich hier anhören. Das ist ja wohl nicht zu... Das muss einer sich anhören, der die Finger nicht von der Buddel lassen kann. So was. Hey! Na denn? Wenigstens was. Sieht das so schlimm aus? Schlimm? Ich hätte schlafen sollen und nicht fischen. Dann hätte ich was verdient. Aber das gab doch immer Krabben. Wo sind die denn abgeblieben? Aufgefressen sind sie. Das ganze Gift, das in die Nordsee gekippt wird, hat den Wittling ans Watt getrieben. Und der Jungfisch frisst uns die Krabben auf. Aber das geht doch nicht. Das geht sogar ganz legal. Da sitzt Geld hinter. Viel Geld. Ja, ja. Und wir von der Küste kommen vor Sorgen nicht ins Schlaf. Das machst du sagen. Vielleicht hätten wir uns doch einen größeren Kutter kaufen sollen. Dann sehen wir es recht im Buddel. Guck sie doch alle an mit ihren großen Kutter. Die leben vom Zusetzen. Ja, da hast du auch wieder recht. Ach Mensch, wenn ich mich doch bloß ordentlich bewegen könnte, dann sollte das woanders aussehen. Ach, nichts würde anders aussehen, Vater. Und wenn du 20 Beine hättest. Was drin ist, das holen wir raus. Und wo nichts ist, da fängt keiner was. Ja. Und zu beleihen haben wir auch nichts mehr. Das Dach fliegt bloß nicht weg wegen der Hypothek, die da aufliegt. Und mit dem Land ist das genauso. Also, ich weiß nicht weiter. Was möglich ist, das tun wir. Und mehr als das. Seid ihr so am Knapsen? Wir sitzen auf Schied. Und bis an die Kim, nichts in sich, was uns freischleppen kann. Lass uns mal noch einen kleinen Köln kriegen. Der hilft auch nicht weiter. So? Der macht das aber auch nicht schwerer, ne? Tante Rigge, ja. Die hat das kapiert. Geld musst du nicht haben, Geld musst du kriegen. Die kassiert von den Touristen hier an der Küste. Und das ordentlich. Jo, und was hat sie davon? Ja, zumindest einen Haufen Geld. Und im Winter Kajols in der Weltgeschichte rum. Von Seychellen hat sie mir eine Karte geschrieben. Seychellen? Und was sieht sie da? Wasser, genau wie hier. Und dafür schmeißt sie ihr Geld raus. Ja, aber sie hat was zum Rausschmeißen. Und wir haben nicht mal was zum Runterkippen. Oh, dann muss aber genug. Die Buddel ist ja bald wieder leer. Na und? Ist doch egal, oder? Na also. Hey, Vater. Vater, was heißt denn hier Vater? Nix, Vater. Ein Vater kann seinen Kindern was geben, kann ihnen helfen. Und was kann ich? Humpeln und saufen, anders nix. Manchmal mach ich nicht mehr, du. Nun fängt die alte Leier wieder an. Ach. Renn! Schönen guten Morgen allerseits. Moin. Ja. Haben wir nicht eben vom Gläubel gesprochen? Tag, deine Rigge. Schön, dass du da bist. Machst du einen Tass Tee? Ja, soll ich nicht dein, ne? Na hier, heute wieder an Bord. Oh. Alles gesund, ne? Ja, kack die Sänge, Jungs. So. Keine Milch, bloß Zucker, zwei Stück. Keine Milch, bloß Zucker, zwei Stück. Eins, zwei. Na, was sagst du? Hab mich nicht verzählt. Nee. Umrühren kannst allein. Hätte ich einen Löffel, könnte ich das. Behalten wir mal, Jungs, ein bisschen klein.
sind Sie zu Fuß gekommen? Zu Fuß? Nee, wie kommst du denn darauf? Ja, ich habe gar keinen Wagen gehört. Ja, dann musst du aus dem Fenster gucken. Dann siehst du, warum du nichts gehört hast. Mann, ist das ein Schlachtschiff! Ist das ein Ami? Ami? Wer fährt heute noch ein Ami? Ami ist doch völlig out. Nee, nee. Also sowas bauen nur die Engländer. Hauke, okay, komm mal her, guck dir das an, du. Was hab ich davon? Dadurch wird mein Moped auch keine 1200er. Mann, oh Mann, oh Mann, so ein Wagen, das wäre auch nochmal das Richtige für mich. Ja, ja, aber von Rumsitzen kommt sowas nicht, Peter, das kannst du mir glauben, ne? Erzähl nichts, Tante Riegel, ne? Wenn Onkel Hannes noch da wäre, dann hättest du nicht so einen dicken Wagen. Nee, das stimmt. Dann könnte ich mir heute noch den Dreck von den Gummistiefeln schrauben. Er hängt ja so an seiner Scholle, ne? Aber wenn du voran bist, musst du mit der Zeit gehen. Seit ich dich nun kenne, Riegel, frage ich mich, warum hast du meinen Bruder bloß geheiratet? Und er war ein ganz netter Kerl, ne? Bloß, dass er so ein bisschen langsam im Kopf war. Aber jetzt spielt das nicht so. So. Bisschen langsam im Kopf, ne? Ja. Man gut, dass er das nicht mehr hört, ja. Und dein Hotel läuft gut, Tante Riegel? Ja, also beinahe zu gut. Und darum bin ich hier. Na nu. Ja, Jens, ich habe so ein kleines Problem. Und ich glaube, du kannst mir dabei helfen. Ich? Ja. Du hast doch oben noch die beiden Kammern. Mhm, ne? Habe ich. Und? Ja, in meinem Anmeldungsbuch ist was durcheinander gekommen. Und da habe ich zwei Gäste zu viel. Kannst du sie nicht oben unterbringen? Was? Ich? Hier? Ja, wer wo sonst? Macht kaum Arbeit und bringt noch ordentlich was ein. Ne? Denn so dick hast du das schon nicht, ne? Und Beate ist auch gerade hier und kochen tut sie auch gut, nicht? Ne? Wenn du keine Bettwäsche hast, dann kannst du sie von mir kriegen. Na, was ist? Fremde im Haus. Und bei Tisch. Hier bei mir. Nee, nee, ohne mich. Da wird nichts von. Ach komm, Vater, nun denk doch erstmal drüber nach. Im Augenblick können wir jeden Pfennig gebrauchen. Das geht keinem was an, ne? Nun sei kein Dickkopf. Nee. Was sind das denn für Leute, Tante Rieke? Kennst du sie? Ja, ja, so ein bisschen. Vater und Tochter aus dem Binnenland. Er ist Geschäftsmann. Nur was sie ist, weiß ich nicht. Aber sind nette Leute und ganz bescheiden. Vater und Tochter. Wenn ich das schon höre, Vater und Tochter. Sag mal lieber ein alter Kerl und eine junge Dirne, ne? Du, soll ich gleich eine rote Laterne vor die Tür bummeln, oder was? Jetzt weißt du, was du bist. Wie dein Bruder bist du. Bisschen langsam im Kopf. Ja, mehr Lodi in die Hut, du. Vater, nun mach mal halblang, ja? Also ich meine, Tante Rieke hat recht. Erzähl doch mal, wie geht das mit so einem Leuten? Gott, wie geht das mit so einem Leuten? Wie es mit allen Leuten geht. Sie schlafen, stehen auf, essen Frühstück, hauen ab. Kommt wieder, essen Mittag, hauen wieder ab, kommt zurück, geht's essen Abendbrot und dann geht's wieder zu Bett. Das alles. So, das ist alles. Und das alles bei mir im Haus, was? Nö, 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 nö. Also jetzt sie für mich nicht absammeln. Wenn du sie nicht haben willst, dann bring ich sie bei Gesine Ellerbrook unter. Die ist nämlich immer dankbar für eine Chance, ne? So, ich muss nur los. Meine Mutter hat wohl das Essen fertig. Hauke, wollen wir noch in die Winch? Ja, in einer Stunde bin ich am Hafen. Gut, dann bin ich auch da. Tschüss zusammen. Tschüss, Peter. Tschüss, Peter. Also jetzt, was ist nun? Also ich finde, wir sollen das machen. Ob ich nun für drei oder für fünf koche, das ist doch egal. Und Bettzeug haben wir auch. Mensch, und Geschäftsmann. Du, das ist doch eine Chance. Ja, mach sein, er gibt uns mal ein paar Tipps. Also das wäre wenigstens mal ein Versuch. Wenn ihr so wild auf Logiegäste seid, gut. Aber das sage ich euch. Ich kümmere mich da nicht drum. Ist das klar? Wann sollen sie denn kommen, Tante Riegel? Jeden Augenblick. Ich hab gesagt, du sollst mal ruhig herkommen, ich find schon was für sie. Wenn ich hier, dann paar Häuser weiter. Da muss ich aber nach oben, wo die Kammern klar machen. Ist lang keiner mehr drin gewesen. Ja, das ist schön. Guck mal, die Dinge haben jetzt was entkoppt. Die dreht sich ein bisschen schneller als ihr, ne? Also, wenn ihr ausgetrunken habt, macht den Tisch mal frei. Dass ihr nicht so rummelig aussieht. Siehst du? Siehst du? Geht schon los. Vater, du, ich meine, Tante Rieke hat recht. Du, wir hätten das schon lange mal ins Visier nehmen sollen. Die Touristen schleppen das Geld ran, ja, und wir halten die Hände nicht auf. Ach was, das ist nicht mein Janger. Ich bin Fischer und anders nix. Verdammt nochmal, wenn bloß diese Scheißdrossel mir nicht ans Bein geknallt wäre. Dann sieht das wohl alles anders aus. Ja, nun schick mal nicht alles auf dein Bein, ne? Sollst du lieber dein Regen so ein bisschen in Gang setzen. Und dir was einfallen lassen. So, was einfallen lassen, ja. Ne? Mit nichts an der Hacken, ne? Ja, ja, du tust dir selbst gar nicht leid, ne? Ja. Ich mach dir mal einen Vorschlag. Lass dir mal einen Pächter vom Friesenpiesel für sein eigenes Lokal aufmachen. Und du, kannst du seinen Vertrag haben.
Oh, ha? Nee. Dann tut was ein. Auch das machst du. Ich hin am Tresen. Oder soll ich wohl rumrumpeln wie Long John Silver, was? Der muss mir auch noch einen grünen Papagei kaufen für die Schulter. Dann mach doch, was du willst. Und ich quake auch nicht rum, dass dir das schlecht geht. Ja. Hin! Hallo! Ach, das sind Sie ja schon! Ja. Herzlich willkommen! Sind Sie gut hergekommen? Kein Problem, überhaupt kein Problem. Guten Tag, Frau Holzer. Meine Tochter Martina. Oh, Moment mal. Stimmt das? Letzten Winter, Garmisch. Edelweiß Hotel? Genau. Sie hatten einen so netten jungen Franzosen bei sich. Ich habe Holzapfel. Holzapfel? Wieso denn Holzapfel? Mein Schwager Jens, er ist ja der Hausherr. Und er ist so nett und hilft mir aus der Bredouille. Ich habe ja schon gesagt, wie peinlich mir das alles ist. Ich bitte Sie, betrachten das Ganze als einen glücklichen Zufall. Guten Tag, Herr Holzapfel. Also, ich heiße Holzapfel. Jens Holzapfel. Ja, meine Schwägerin kann mit ihrem Namen machen, was ich will, aber ich heiße Holzapfel. So, guten Tag, Herr Schulz. Tag, Herr Holzapfel. Genau. Warum nicht? Klingt doch so richtig nordisch, nicht? Ja, ja, aber bloß hier. Können Sie sich vorstellen, wie es auf Französisch klingt? Keine Ahnung. Old Apple. Von Portugiesisch gar nicht zu reden. Glücklicher Zufall ist wohl das richtige Wort. Ich heiße Hauke Holzapfel. Martina Schulz. Tag, Frau Schulz. Tag. Ach nee, Fräulein, das gibt's ja nicht mehr, ne? Frau Schulz. Ach, sagen Sie einfach Martina. Oder Tina, das bin ich gewöhnt. Oh, fein. Sag mal, Hauke, was soll das auch mit Sie und so, ne? Das meine ich auch. So unter jungen Leuten. Sie sind also der Sohn des Hauses. Guten Tag. Oh, Tag, Herr Schulz. Ja, dann muss ich mal los. Hier ist eigentlich alles in Ordnung, ne? Konnte gar nicht besser sein. Wann hat man schon mal Gelegenheit, das Leben in Friesland aus der Nähe kennenzulernen? Naja, die Friesen gelten ja als, wie soll ich sagen, als etwas verschlossen, nicht? Stur und maulfaul, kann ich sagen. Ja, 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 nein, aber das ist nur so ein Schnack. Wir sind ein ganz herzlicher Menschenschlag, ne? So, was du nicht sagst. Wer du dich bloß als Beispiel hält, das ist alles in Ordnung, ne? Also dann, tschüss zusammen. Tschüss. Ach, Moment. Sonntag ist bei mir Frühkonzert. Die Fischerchöre singen. So. Ich kann mal vorbei, ne? Tüchtige Frau, Ihre Schwägerin. So als wüsste das Leben ganz allein zu meistern. Alle Achtung. Oh, wenn sie nicht so fröckelig wäre, dann wäre sie auch noch keine Witwe. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Das macht nichts. Das soll ich Ihnen erstmal das Haus zeigen, damit Sie wissen, wo alles ist? Ja. Ach, das eilt doch nicht. Tina, geh doch mal zum Wagen und hol bitte mal den Korb, ja? Ja, natürlich. Klar, Moment. Oh, warte, ich fass mit an, ja? Ja. Ist aber alles bildschön hier. Alles noch echt und alt, was? Jo. Und diese Kacheln. Das ist doch holländische Arbeit, oder? Delft, über 200 Jahre alt. Was? Die sind ja kaum noch zu bezahlen. Werden ja auch nicht verkauft. Das würde ich auch nicht tun. Ach, es muss doch schön sein, so in seinen Traditionen zu leben. Hier geht man doch alles noch viel gemütlicher an. Ja, ja. Von draußen macht das wohl so aussehen. Also ich bin ja wie ein Geschäftsmann, nur nicht zugeben, wenn es einem gut geht, was? Aber glauben Sie mir, diese ewige Hetze im Geschäftsleben, das verschleißt einen. Hier werde ich mal so richtig auf Leerlauf schalten. Tun Sie das, Herr Schulz, tun Sie das. Ich werde Ihnen dabei nicht fett was kommen. Wie bitte, das habe ich nicht verstanden. In die Quere. Ach so. Du, und wenn du willst, ne? Du, dann kommst du einfach mal mit raus, du. Schlafen kannst du auch an Bord. Mhm. Ja, ist nicht gerade ein Himmelbett, ne? Aber für eine Mütze voll Schlaf, gerade richtig. Na, schon angefreundet? Ach, Herr Holzapfel, ich habe mir gesagt, wenn wir hier schon so reinplatzen, dann soll es auch einen ordentlichen Begrüßungsschluck geben. Was darf denn sein? Whisky, Cognac, hm? Nee, ich mach bloß Köln. Dachte ich mir doch. Na ja, was halten Sie denn hier von, hm? War nicht fein Kram, was? Tja, wenn schon, denn schon. Gibt's denn hier auch Gläser? Natürlich. Ja. So, dann wollen wir mal hier. Ja. Jo, seid ihr hier, Mine? Danke. Auf eine schöne Zeit. Ja. Prost. 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 Oh. 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 Bis
Ist nicht angewöhnt, wa? Ich trinke sonst kaum Alkohol. Höchstens mal ein Glas Wein oder Sekt. Aber das hier. Oh, Kömmels gegen alles. Erkältung, Knochenbrüche und ungewollte Schwangerschaft. Das glaube ich. Ein Kerl, der danach riecht, hat keine Chance im Bett. Martina, bitte. Martina, ja? Entschuldigung. Ach was. Lass mal, mein Dirn, lass mal. Wir glauben ja auch nicht mehr an Klapperstorn, ne? So, dann wollen wir noch mal, ja? Auf einem Bein kann man ja nicht gut stehen, nicht? Du sagst das. Wie bitte? Ach, ist schon vorbei. So. Entschuldigung, so, das tut mir leid, das tut mir leid. So, hier im Norden, da braucht der Körper das. Nichts hält so warm wie Köhm und Grob und eine schmucke Dirn im Unterrock. Hauke, Hauke, was soll die junge Dame von uns denken, hä? Oh, loten Sie ihm doch, Herr Holtappel. Der Jungkehrt sind immer bloß mit dat Mul fern weg. Du sprichst Plattdeutsch. Wer sie muss. Martina, ich hatte dich doch gebeten, dass du... Also, das ist so, dass ich hier an der Küste groß geworden bin. Ja, also, in einem Internat, nicht? Ja, man ist ja schließlich um seine Kinder bemüht. Ja, richtig, im Internat. Guck an, Internat, Mensch. Und da haben Sie Plattdeutsch gelernt? Ja, Sie wissen, das, wie das ist. Plattdeutsche Lieder, plattdeutsche Gedichte. Je platter, desto besser, nicht? Stört Sie doch auch nicht. Aber gar nicht, im Gegenteil. Prost dann, nicht? Prost. Prost. Ach, Sie sind schon da. Schön. Ich bin Bade Holdabel, Tochterköchin, Zimmermädchen und reine Machefrau. So. Schulz ist mein Name. Und Sie sind die Tochter? Ja. Martina. Martina Schulz. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ihre Schwägerin sagte, wir kämen in einen reinen Männerhaushalt. So? Ja. Och, ich bin nur in den Ferien hier und führe dann so ein bisschen den Haushalt, ne? Warst du bange, mit drei Kerls allein zu sein? Nö, das nicht. Doch von mir braucht keine Frau bange zu sein. Warum auch? Ja. Ich glaub, du bist richtig. Auch ein Begrüßungsschluck? Eher, dass ich mich schlagen lass, klar. Na, der Köhm hat's aber in sich. Oh, das nicht so wild. Ne, meinst du? Ja. Wie lange dauern denn Ihre Ferien noch? Ach, haben gerade erst angefangen. Hoffentlich sind Sie mit meiner Küche zufrieden. Wir sind nicht sehr verwöhnt. Ab und zu ein schönes Filetsteak mit frischem Gemüse und Pommes Croquettes, dann ist alles in Ordnung. Ja, und dann soll es ja auch so tollen Fisch geben, habe ich gehört. Ja? Prost. Prost. Oh, Sie haben aber einen tollen Zugang, nein. Friesenblut, Herr Schulz, muss ab und zu verdünnt werden. So. Darf man fragen, was Sie so machen? Beruflich, meine ich? Ich leite in der Stadt einen Kindergarten. Und in Ferien packe ich zu Hause mit an. Ganz schön anstrengend auf die Dauer, was? Och, geht so. Sauberes Timing und gute Nerven, das ist alles. Oh, das könnte ein Minister nicht besser sagen. Ja, ja, aber wissen Sie was, Herr Schulz? Ja? Politik in meinem Haus, das habe ich nicht so gern. Pardon. Ja, und denn? Frauen und Politik, nicht? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Ach nee. Kinder kriegen, Kinder großziehen, Haushalt in Ordnung bringen, mitverdienen. Mitverdienen, das ist auch so ein Männerwort. Und dann den Ärger haben, der durch die Männerpolitik entsteht, das passt. Aber mitschnappen, das passt nicht. Gummi doch raff. Ah, ihr Frauen, ihr seid solche Mitschnackers, ne? Darf ich Ihnen nun die Zimmer zeigen? Ja, gerne. Ja, dann kommen Sie mal mit. Na, Vater, ist das ein Glück? Was ist ein Glück? Oh, na, das hier, die Dirn. Was ist mit der Dirn? Hast du es denn nicht gesehen, du? Die Art, wie sie geht, du, und hier, du. Alles gut in Trim. Ach was. Hast du eine gesehen, hast du sie alle gesehen. Also du musst da wirklich über weg sein. Ja. Dann quäl du dich mal nicht um, ne? Dass du da aber auch gar keine Augen mehr für hast. Du, wann hat das denn angefangen, du? Ja, ich frag
bloß. Ich komme ja auch mal in dein Alter, ne? Dass ich zur rechten Zeit gewarnt bin. Mann, oh Mann, du redest, wie du's verstehst, was? Und wenn ich da nur Augen für hätte? Weißt du, was du denn sagen würdest? Nee. Was will der alte Gockel mit dem Küken? Was würdest du denn sagen? Oh, sei doch ehrlich. Hier sind die Trauben zu sauer, das ist alles. Ja, ja. Red du noch lange so weiter, du. Und ich werde dir zeigen, wie sauer die Trauben sind. Zeig doch. Ja, ja. Du fühlst dich schon bannig groß, mein Löffel, was? Oh, was der Ernst angeht, ja. Ach, komm mal doch auf, Mensch. Das ist auch gerade was. Der Don Juan von Petersens Tanzstile. Ja. Was verstehst du denn davon, hä? Oh, ja. Hätte ich mal ein Auto, ich könnte sie alle abschleppen. Oh. Ja. Und ein bisschen mehr Geld auf der Naht. Und nicht immer draußen rumschibbern für nothing. Ja, hör mal, willst du an Land bleiben? Und dir hier irgendwo so einen Job suchen, ne? Ach was. Na. Ich bin ja ganz zufrieden. Siehste. Du hast man bloß alles so knapp. Ja, da hast du recht. Und da muss sich was ändern. Du, sprich doch mal mit Herrn Schulz, du. Meinst du? Ja, vielleicht weiß der was. Das ist also abgemacht. Klar. Du, wenn du ein Kleid von mir tragen willst, dann nimmst du dir das einfach. Die passen dir alle. Och, ich hab so lange keinen Rock mehr angehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da drin bewegen soll. Aber da im Abbelquatschen ganz in Büchsen auch besser. Sammel dich rund, kannst Balken spielen. Was verstehst du denn davon? Oh, sag das nicht, sag das nicht. Er ist nämlich Experte bei den Frauen, nicht? Ja, hat er mir gerade erzählt. Satz mit X, das war wohl nix, wa? Was der von Frauen versteht, das kannst du mit dem Zaunfall auf eine Briefmarke schreiben. Wo ist der Bleistift abgeblieben? Da hast du gestern die Kohlrouladen mit zusammengesteckt. Wenn du so lang wärst, wie du blöd bist, dann könntest du über den Mond pinkeln. Also nee, also Beate, sehr Fräulein Schulz, das hier, das ist so eine Art Familienidyll, nicht? Aber mir wird's hier allmählich zu idyllisch. Wie wär's denn? Hätten Sie nicht ein bisschen Lust mit mir so längs den Deich? Oh ja, gern. Oh, Sie müssen mir hier alles zeigen, Herr Holtabel. Mach ich. Ja, ja. Wenn was unklar ist, brauchen Sie bloß Jens fragen, ne? Der weiß, wie es hier lang geht, du. Gern. Ja, dann kommen Sie mal. Ja. Ja. Das soll denn doch... Du hast mich abgelenkt! Ach was, red kein dummes Zeug. Was verstehst du denn davon? Was macht der Bleistift zwischen den Gabeln? Das bist du doch wieder gewesen. Hä? Ach, ist auch egal. Ist dein Moped klar? Was brauchst du mein Moped? Ich muss noch mal zu Tante Rieke und sie fragen, was sie für den Preis abgemacht hat. Sonst kann ich keine Kalkulation aufstellen. Ihr Männer seid ja zu blöde, an das Wichtigste zu denken. Was denn für eine Kalkulation? Herrgott, hast du die Männer so bekloppt gemacht oder haben sie es allein Filetsteak, weißt du, was das kostet? Nö, hab ich noch nicht gegessen. Ja, das ist auch gut so. Du kennst ja doch nicht den Unterschied zwischen Filetsteak und Stück Gummistiefel. Hier, gehst du in die Speisekammer und schreibst alle Konserven auf, die da sind. Mit Verfallsdatum. Ich saß erstmal los. Wie, was? Hey, ich will mit Peter noch an den Wisch gehen. Ja, in einer halben Stunde. Hast noch viel Zeit. Tschüss. Was? Du, hey, hör mal. Hey, du! Also, ich bin Kapitän vom eigenen Schiff. Ich gebe die Kommandos! Ich bin kein neuer Junge mehr! Du bist ein Schreihals! Geh an die Arbeit! Was? Du! Das kann doch alles nicht wahr sein! Schmeckt alleine auch nicht. Konserven aufschreiben. Mit Verfallsdatum! Weiter Erfolg!
das nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Was will sie mit ihm? Kannst du mir das erklären? Wenn sie nun mal so ist, das gibt solche Frauen. Ach Quark, was verstehst du denn davon? Ja, soll ich dir das nur erklären oder nicht? Sollst du, aber richtig. Ach so, wie dir das in Kram passt, meinst du? Ich mein gar nichts. Das geht mir bloß nicht in den Kopf. Was will sie mit meinen Alten? Vielleicht ist sie Fahrerfix hier. So was gibt das? Was ist das? Vaterfixiert? Vaterfixiert, ja, hab ich mal gelesen. In der Illustrierten. Also so manche deren kann mit einem jungen Kerl nichts anfangen. Sie hat so ein Vaterbild im Kopf und danach sucht sie sich die Kerls aus. Also ich weiß nicht, was sie im Kopf hat. Du, aber gestern Nachmittag, ne? Du, da hat sie sich gesonnt, du. Hinten auf dem Rasen. Du, und sie hatte bloß so eine lüde Bikini-Büchse an, du. Ich wär mal erst aus dem Fenster gejumpt. Wenn sie Vater fixiert ist, kannst du jumpen, bist du schwarz. Tja, da hast du keine Chance, nicht? Du, stand in deiner Illustrierten auch, was einer dagegen machen kann, gegen so eine Fixierung. Ja, da muss eine psychische Transformation stattfinden. Was muss stattfinden? Sie muss anders fühlen lernen, verstehst du? Sie muss eine Emotionsbasis für junge Kerls kriegen. Bist du sicher, dass du nicht so lange in der Sonne gesessen hast? Also, was ich lese, das behalte ich, ne? Pass auf, ich erkläre dir das mal so ganz sinnig. Ich glaube ja blödsinnig. Nee, sag das nicht, du. Da gibt es Leute, die haben das studiert und die wissen ganz genau, was in dir vorgeht. Auch Nankrom. Nee, sag das nicht, sag ich. Pass auf, zuerst bist du doch ein Baby, ne? So ganz lütt. Ach ja. Ja, und denn wärst du größer, ne? Ja, soll vorkommen. Ja. Und in der Zeit, da wächst auch das Bild in dir von dem, was richtig ist und was nicht. Ein Bild? In mir? Deine Kartoffel nicht. Und das Bild muss immer mit dem zusammenpassen, was du erlebst. Aha, muss das? Das muss. Und wenn das nicht passt, dann wirst du bange. Ach nö. Ja, und eines Tages, da bist du schon bange vorm Bange werden. Und dann kannst du bloß noch das tun, was in dein Bild passt, ne? Und wenn nur Martina ihren Vater als einzig guten Kerl kennt, dann sucht sie sich bloß Kerls aus, die sind wie ihr Vater, klar? Und so ein Blödsinn kann einer studieren? Ja, da kannst du sogar ein Stipendium für kriegen. Aha, Stipendium. Und da kann denn kein Doktor mehr was bei machen. Bei dir, da rede ich doch in Wind, du. Ich hab einen trockenen Hals. Bist du auch rein? Voll bis am Rand. So? Jawohl. Der Mann, Prost. Prost. Mensch, aber das muss doch einen Weg geben. Mensch ist doch kein Schornstein aus Mauerstein, der sich nicht ändert. Das kann mir keiner erzählen. Ja, hast ja recht, aber das dauert so seine Zeit, nicht? Das hat ja auch lange genug gedauert, bis ein Mensch so geworden ist, ne? Nun mal los. Was muss passieren? Ja, ich weiß gar nicht, warum ich dir die Tipps geben soll. Die dir gefällt mir auch. Och nee, du! Aber ist egal. Denn hast du dasselbe Problem. Na los, fang mal an. Ist doch ganz einfach. Sie muss zum jungen Mann genau das Vertrauen kriegen, das sie für ältere Männer hat. Das Bild muss stimmen, das habe ich dir schon mal erklärt. Ja, gut, weiter. Ja, sie muss sich, wie sagt man, geborgen fühlen, sodass sie vor nichts bange sein muss. Ja, bei mir muss sie vor nichts bange sein. Ja, bei mir auch nicht, aber das weiß sie nicht. Das muss ihr ins Unterbewusstsein rein. Wo rein? Oh. Fangen wir noch mal ganz einfach an, ne? Hast du ihr schon mal Blumen geschenkt? Blumen? Puh.
bin ich verrückt. Der Vorgarten ist voll mit Blumen. Kann sie sich stundenlang angucken. Ich merk schon, von Frauen verstehst du rein gar nichts. Da lass man bloß die Hände weg davon, da muss ein Fachmann ran. Ne? Sag mal, wo ist sie eigentlich? Mit Vater in Friedrichstadt. Und was macht sie da? Na, die Stadt angucken. Was? Ja, sie ist ein Tourist, die machen sowas, vergesst das nicht. Ach nee. Die jungen Herren sitzen ja rum, trinken Köhm und ich schlepp mich bucklig. Das ist richtig. Habt ihr nichts zu tun? Doch, wir haben bloß beschnackt, wie wir das machen wollen. Ja, und dazu braucht ihr Köhm. Seit die Dirn im Haus ist, bist du ganz schön durch den Windhau geheult, Abel. Na, so viel Dirn sausen hier ja auch nicht rum, ne? Och nee, wenn sie sich sonnen und ein bisschen was zeigt, dann kullern dir doch die Augen aus dem Kopf. Was verstehst du denn davon? Na ja, da hast du ja auch keine Last mit, ne? Ach ja? Komm, Hauke, wir gehen an Bord, du hier, wird die Luft ein bisschen dick. Das Gefühl habe ich aber auch, du. Du, wann gibt's was zu essen? Um 5 habe ich abgemacht. Na, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Tschüss so lang. Tschüss. Tschüss. Männer, Alte und Junge, ein Pott und ein Murs. Kannst immer einen nehmen und einen anderen mit um die Ohren hauen. Oh, lass mich an Land, verbieten soll man das Kruppzeug. Der war rein mit dir, ne? Mhm. Aber schön. Hallo, Beate. Hallo, Beate. Hallo, ihr beiden. Und weißt du, was wir morgen machen? Nee. Da fahren wir rüber nach Schleswig und an die Schlei. Da soll das auch so schön sein. Na, habt ihr euch schön amüsiert? Ja, du. Mensch, ich hab ja meist vergessen, wie schön das hier bei uns ist. Als Schuljunge bin ich zuletzt in Friedrichstadt gewesen. Och, Mann. Naja, das wird nun alles ganz anders, was? Das denke ich auch jetzt. Du, das macht so viel Spaß mit dir. Naja, mit dir erst. Also schön, morgen an die Schlei. Hm? Klar, wenn dein Vater dir den Wagen wieder gibt. Das denke ich doch. Ja. Du, wo ist der überhaupt gerade? Am Deichland zu Tante Rike, telefonieren und so. Aha. Und so? Ja, hat gesagt, hat noch was mit dir zu besprechen. Ich weiß aber nicht was. Ich geh mal eben nach oben. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Bleib aber nicht so lange weg, hörst du? Nee, ich bin sofort wieder da. Fein. Na, Fanny, wie fühlst du dich? Ja. 20 Jahre jünger, du. Ja, so kann es bleiben. Schön für dich. Jo. Und dein Bein? Ach, das wird immer besser, du. Ja, ich glaube, ich habe hier viel zu lange rumgesessen. Du, Vater? Na? Darf ich dich mal was fragen? Na klar, frag. Mit Martina und dir, ist das was Ernstes? Was Ernstes? Was heißt denn hier Ernstes, nicht? Ja komm, du spiel mal nicht ein Teenager, du weißt, was ich meine. Also, gesprochen haben wir noch über nix, wenn du das meinst. Hm? Nur was ihr sonst miteinander macht, ist mir doch egal. Mal. Oh, hast du Angst? Du kriegst eine Stiefmutter, die genauso alt ist wie du. Hm? Was? Angst? Das ist bloß so ein Gefühl, ich weiß nicht. Was für ein Gefühl? Weißt du, was du damals zu mir gesagt hast, als ich aus dem Haus gehe? Nee, was denn du? Man hat keine Angst vor schlechtem Wetter. Ah. Aber nimm dich in Acht bei Sonnenschein. Ja, ja, der alte Schnack, ich weiß. Ja, bei Schlechtwetter, da passt du von alleine auf, ne? Und bei Sonnenschein, da wirst du dösig und das kann schlimm werden. Wie kommst du da denn mit dem Mord drauf? Mir ist mit einmal zu viel Sonnenschein im Haus. Aber es ist bloß so ein Gefühl, ich weiß auch nicht. Also, Mensch, du, komm mal her, den. Machst du dir Sorgen um mich, hm? Hm? Das hast du ja lange nicht mehr getan. Ja, glaube ich auch, ne? Aber sag mal, Mensch, du läufst immer wie so ein Bengel rum. Zieh dir doch auch mal ein Kleid an, hm? Nanu, bist du aus deiner Tochter eine Modepuppe machen, gerade du? Ach, Modepuppe gerade nicht, aber ein bisschen schicker könntest du doch gern sein. Vater, als ich 14 war, da war das Mode so kurz zu gehen. Mutter hat mir einen Rock gekauft, der war gerade so lang. Weißt du, was du damals für ein Theater gemacht hast? Ja, ja, natürlich, sicher. Aber der mit 14, die braucht auch eine solide Verpackung, nicht? Ja, was hat die denn auch ihre Beine zu zeigen?
Aber jetzt ist doch ganz was anderes. Na Mensch, was für ein Kerl soll denn hinter dir herpfeifen, wenn du immer so rumläufst? Na, keine Angst, eine alte Jungfer kann ich nicht mehr werden. Also nee, sowas, Mensch. Also, ihr jungen Leute, ihr habt eine Art, über sowas zu reden, Mensch, das... Naja, fängt ja in der Schule auch schon an. Aber die Idee ist gar nicht so schlecht. Nicht? Ich gehe mal rauf und ziehe mir ein Kleid von Martina an. Das tun wir. Aber bloß wegen der Hitze. Natürlich. Nicht, dass die Männer was zum Pfeifen haben, ne? Oh, pardon. Na, schon wieder am Wirbeln? Ja, Herr Schulz, von nix kommt nix. Also Ihre Tochter, ich muss schon sagen, immer flink, immer fleißig. Sie können stolz sein auf Sie. Ach, bin ich auch. Ach, Sie haben dann Bier. Jus. Könnte ich jetzt auch vertragen. Ja, Augenblick, ich hole. Aber halten Sie doch Platz. Nach einer Woche kenne ich mich doch hier aus, ne? Ja. Oh, ich soll Sie übrigens von Ihrer Schwägerin grüßen. Ach ja, danke. Was schnackt sie denn so? Na ja, viel Arbeit, nicht? Mhm. Hauptsaison, Sie wissen ja, was das heißt, nicht? Ja, ja, ja. Ich bin doch froh, dass ich hier bin und nicht im Hotel. Ja, nicht? Das kann ich Ihnen sagen. Ist da viel los? Wie ein Bienenkorb. Bienenkorb. Ja, ja, wollen wir mal, nicht? Ja, das, So, warte. Ja. Prost. Prost, Prost. Na, wie war denn der Ausflug? Ach, schön. Wirklich schön. Ja, also ich bin hier so lange nicht rausgekommen. Ich genieße das richtig. Martina scheint Sie zu mögen. Ja, ja, das, das scheint so, ja. Aber nicht, dass Sie denken, ich hätte da falsche Absichten oder so, Herr Schulz. Hm? Falsche Absichten? Naja, ich bin ja kein junger Kerl mehr und... Das könnte ja ein bisschen komisch aussehen, nicht? So ein Junge Dern und so ein alter Knacker, ne? Aber ich bitte Sie, das sind doch Vorurteile, auf die man nichts geben darf. Na, na, na. Na, nein, das wäre meine geringste Sorge. So? Ja, was wäre dann Ihre Sorge? Naja, dass Martina mal mit so einem Hallodri durchbrennt oder mit so einem jungen Mitgiftjäger anschleppt. Sie wissen doch, diese Typen, die warten nur darauf, wenn sie ein Mädchen aus gutem Hause einwickeln können, nicht? Martina ist ja kein Döskopf, nicht? Die lässt sich so schnell nicht einwickeln. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Prost. Na ja, dann haben Sie da also nichts gegen, wenn ich so ein bisschen mit ihr durch die Gegend fahre. Was? Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Haben Sie sich deswegen Sorgen gemacht? Na ja. Bitte Sie, Alter, mit Prost. Prost. Außerdem, Sie wären doch das, was man eine gute Partie nennt, nicht? Ich? Ja, natürlich Sie. Sehen Sie, das ist doch so. Ich hoffe, Sie werden es mir nicht übel nehmen. Ich habe natürlich bemerkt, dass Martina ein Auge auf Sie geworfen hat. Hm. Und da habe ich so ein paar Erkundigungen eingeholt. Ah ja. Na ja, das klang ja alles gar nicht so schlecht, nicht? Dieses Haus hier, die Renze Antiquitätensammlung, das riesige Grundstück direkt an der See. Na, da steckt doch Kapital hinter. Wenn das mal so wäre. Sie werden also verstehen, dass ich gar nichts dagegen haben kann, wenn Sie meiner Tochter den Hof machen. Also, Herr Schulz, Kapital ist da nicht viel. Im Gegenteil, ich sitze überall in den Miesen. Ja. Und ich weiß auch niemanden, der mir da raushelfen kann. Ach, erzählen Sie mal, wo die Schwierigkeiten liegen. Vielleicht lässt sich ja da was machen. Naja, also erstmal ist meine Frau gestorben. Ne? Dann ist diese alte Trosse da gebrochen und ist mir ans Bein geknallt. Ne? Ich habe mir den Knochen kaputt gehauen. Ich habe lange im Krankenhaus damit gelegen. Hauke hat natürlich versucht, die alleine weiterzumachen. Aber das alles, das hat uns so in Buddel gebracht. So, so ist das nun mal. Ne? Ja, es kommt, dann kommt es gründlich. Ne? Ja. Ja, aber das ist noch lange kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Ja, also wenn das kein Grund ist, dann weiß ich es nicht. Vielleicht habe ich da eine Idee. Ich weiß noch nicht. Denken Sie an was Bestimmtes? Ja, das hängt natürlich von Martina ab. Was hängt von ihr ab? Ob ich das mache oder nicht, was mir durch den Kopf geht. Ach so. Falls Martina mit Ihnen ernste Absichten haben sollte, ich sage sollte, sollte, dann ergäbe sich vielleicht etwas. So, und was? Zunächst mal die Fakten. Sie haben Haus und Grundstück. Mhm. Habe ich. Und? Liegen Belastungen drauf? Oh, nicht zu knapp. Bis an die Wertgrenze? Hä? Ich meine, sind die Hypotheken so hoch, dass ein Verkauf gerade die Schulden deckt? Nee, 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 so hoch nicht. Und verkaufen will ich auch nicht. Wie wäre es nun, wenn Sie verkaufen und trotzdem Eigentümer bleiben? Das geht doch gar nicht. Nee, aber sieht mal gut aus. Wenn Sie Martina das alles hier verkaufen und sie dann heiraten, dann bringt sie doch wieder alles mit in die Ehe, oder? Hä? Und allen wäre geholfen.
Ja, meine Tochter wäre in gesicherten Verhältnissen, Sie wären schuldenfrei und hätten noch Kapital übrig. Naja, und alles bliebe in der Familie. Das sind doch Planungen, wie ich sie mag. Ja, ja, sicher, aber wo soll die denn das Geld herkriegen? Von mir natürlich, sie ist doch sowieso meine Erbin. Besser jetzt als später, nicht? Ach ja, natürlich, ja, das leuchtet ein, ja. Mensch, das wäre ja wunderbar, wäre das ja. Ach, das sind ja alles nur so Gedankenspiele. Wir alten Esel wissen ja gar nicht, was Martina vorhat. Ne? Trinken wir lieber ein. So, Prost. Prost, ja. Prost. Also mir ist ganz rummelig im Kopf, nicht? Mensch, das wäre ja eine Chance, wäre das ja. Ja. Ja, dann werde ich mich mal ein bisschen in die Sonne legen, nicht? Man muss ja mal was für seinen Turn tun. Ja, ja, wenn man hier lebt, hat man das nicht nötig. Man sieht's, man sieht's. Wir haben's ja wohl miteinander, was? Ja, scheint so. Schick, wunderbar. Also das... Hey! Der Mensch, du, lass dich doch mal angucken, du, hä? Na ja, siehst du wohl. Das ist doch was, hä? Das sieht doch prima... Sag mal, ist der Rock nicht ein bisschen kurz? Na, was nun? Bei Martina kriegst du die Augen nicht von den Beinen und bei deiner Tochter stört dich das. Bei Martina ist das ganz was anderes, nicht? Aber bei dir, ich weiß nicht, wenn ich so... Ach was, ich find dich schick. Schön. Och nö, Vater. Schon wieder eine Buddel leer. Säufst sie noch mal tot. Ach was, das wird nun alles ganz anders, du. Das habe ich nun nicht mehr nötig. Na, das wäre ja meist ein Wunder. Ja, ja, weißt du, der Herr Schulz, der hat mir da einen Vorschlag gemacht. Der ist gar nicht so dumm. Ich weiß, wo es nun längst geht. Was denn für ein Vorschlag? Ach, weißt du, ist noch zu früh, darüber zu sprechen, nicht? Wo ist Martina eigentlich? Oben in der Kammer. Was macht sie da denn so lange? Er sitzt auf dem Bett und weint. Und weint? Ja, warum das denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Sie wollte ja nicht drüber sprechen, aber irgendwas stimmt da nicht. So. Ja, was soll denn noch nicht stimmen, du? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Sie ist immer so lustig. Aber wenn sie denkt, sie ist allein, dann macht sie ein ganz anderes Gesicht. Als ob sie vor irgendwas Angst hätte. Nee, hab ich noch nicht gemerkt. Ja, du guckst ja aber mal woanders hin. Ach so, noch. Soll ich mal raufgehen zu ihr? Nee, lass mal. Sie will sich noch ein bisschen zurecht machen. Kannst du mir die Wäschespinne im Garten klar machen? Ich will noch eine Maschine anschmeißen. Natürlich, mach ich. Sitz da oben und war nicht so was. Da muss ich mir doch mal nachdenken. Was ist denn mit dir los, Peter Fontin? Hast du eine Flöte verschluckt? Nee, ja. Aber ich hab dich fast gar nicht erkannt. Du siehst ja aus wie eine Dern, du. Alter Döskopf. Ja, was kann ich dafür, dass du immer so rumläufst wie Bauarbeiter? Lass dich doch mal angucken. Na, guck so viel du willst, aber störe mich nicht. Hab zu tun. Wo ist denn der Reispott? Sag mal, Peter, hast du einen Reispott gesehen? Reispott? Ja, Reispott. Ach, Reispott? Nee, sehe ich nicht. Wo steht er denn? Ach, nee. Da oben steht er ja. Was macht er denn da oben? Ach, da oben. Junge. Eher, dass du dir den Hals ausrenkst. Na, kannst du wieder woanders hingucken? Männer. Also nee, du, eine Frau wie du, die kann ja einen Gemeindebullen impotent machen. Dann bist du ja fein raus, ne? Du bist ja keiner. Und guck dir das an, all die Schrauben in der Küche. Männer, na das wird mir anders. Bist du verrückt? Die werden noch gebraucht. Pass auf, gleich fallen mir die Hosen runter. Na und? Kann jeder sehen, was da unter ist? Oder weißt du nicht, wie ein Mann aussieht? Klar weiß ich das. Darum gucke ich ja auch nicht hin. Und das soll nur Gerechtigkeit sein, ne? Fliegt einer Frau der Rock hoch, dann ist das sexy, ne? Und fällt ein Mann die Hose runter, dann ist das komisch. Und nee, also.
wenn ich noch mal auf die Welt komme, du denn aber als Frau, du, und dann geht das aber los, du Junge, 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 Junge. Was sind die Männer bloß bekloppt? Was wollte der eigentlich? Ist Peter nicht hier gewesen? Wie siehst du denn aus? Hängst du jetzt auch noch an? Hey, was ist denn mit dir los? Dann wollte noch einer was über mein Kleid sagen, dann dreh ich ihm das Genick um. Mann, der, ich bin das, Hauke, dein Bruder. Das ist auch dein Glück. Hast du die Schrauben hier reingetan? Schrauben? Ach ja, die Schrauben, ja. Die sind vom Kunner, dass ich sie wiederfinde. Hey, wo sind die Schrauben? Hat Peter in der Tasche. Kannst du nicht verfehlen. Ist der Kerl ihm die Büchse und am Morsbummel. Du, wenn du die Schrauben weggeschmissen hast, dann sollst du mich aber... Hallo. Hallo. Na? Na, Tina. Was ich sagen wollte. Martina, hast du noch was zum Waschen? Ich will gerade eine Maschine anschmeißen. Nee, habe ich schon runtergebracht. Du, soll ich dir helfen? Knopf zu ziehen? Nee, lass mal, das kann ich allein. Was ich sagen will. Ja? Ich meine. Also. Du hast immer so einen Duft, so ein Parfum, meine ich. Was ist das? Fällt dir nichts anderes ein? Mir fällt nichts anderes ein. Und was wolltest du sagen? Ist doch egal. Und wenn nicht? Martina, wie soll ich sagen? Also, ich... Ich auch, Hauke. Oh, Hauke. Was ist denn los? Was ist denn bloß los? Du, Hauke, ich kann da nicht drüber reden, du. Das ist alles so. Ja, du, aber was soll das denn? Mein Gott, ist das eine Hitze. Ach, ich wollte mir nur etwas zu trinken holen. Peter war also nicht hier? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Naja, dann muss ich ihn woanders suchen, ne? Hm. Läuft irgendwas falsch? Nein, ist alles in Ordnung. Das will ich doch hoffen. Immer schön am Plan bleiben, hörst du? Ja, da geht's schon nicht schief. Habe ich jemals was verpatzt? Bislang nicht. Das soll auch so bleiben, klar? Ja, ich weiß Bescheid. Gut für dich. So, ich hab die Wäschespinne, hab ich... Ach, da bist du ja endlich. Sie hat sich die ganze Zeit nicht sehen lassen. Jetzt haben sie ja wieder. Ja. Du fühlst dich doch wohl, Martina, oder? Ja, ich fühle mich wohl. Nur die Wärme, weißt du? Hallo, schon wieder am Wirbel. Ja, nun muss ich aber ran. Sie wollen ja um 5 essen, ne? Mach das Ei doch nicht. Bei der Hitze hat man sowieso keinen rechten Appetit. Lassen Sie sich nur Zeit. Soll ich was mit anfassen? Du, ich mach nicht so rumstehen, wenn du arbeitest. Was soll ich machen? Na, das fehlt noch, dass der Gast bezahlt und mithelfen muss. Du, ich fühle mich gar nicht mehr als Gast. Mehr so als... Als wenn ich bei Freunden zu Besuch wäre. Hast du irgendwo eine Schürze? Da hängt eine. Oh Gott. Was soll's denn geben? Als Vorsuppe gibt es Pommes Perot. Die Knochenbouillon habe ich gestern schon gekocht. Die steht im Eisschrank. Dazu kommen Kartoffeln, das sind Bindches. Die fallen von allein auseinander. Und dann Porree, ganz fein geschnippelt. Willst du das machen? Klar. Wo ist das Küchenmesser? Schublade links. So ein Shit aber auch. Was ist denn? Habe ich die Creme fraiche für die Soße vergessen. Das ist aber ärgerlich. Nun kann ich noch mal mit dem Moped zum Kaufmann tuckern. Sag mal, ist das denn nötig? Deine Mutter hat sowas nie gebraucht. Ja, und ist ja nicht weit rumgekommen. Aha. Für was brauchst du Creme fraiche? Ich wollte Hähnchenfilet in Soße werden machen. Und das geht nicht ohne Creme fraiche. Die anderen Sachen habe ich.
Schickt aber auch. Oh, frag doch mein Vater. Der führt dich mit dem Wagen zum Kaufmann. Meinst du, er macht das? Klar. Ich mache hier so lange weiter. Ja, aber bloß das Grüne. Das Weiße will ich noch süß-sauer kochen und mit Käse überbacken. Tschüss. Tschüss. Ich mach das richtig. Und keine Angst. Wo hast du das gelernt, du? Was? Ich hab das zum ersten Mal in der Hotelküche bei Ricky gesehen. Was? Ja, weißt du, wenn meine Frau, ich meine damals, wenn die was geschnitten hat, dann ging das bloß immer tak, tak, tak. Ja, und bei dem Koch in der Hotelküche, da ging es genauso wie bei dir. Ja, und dann hab ich ihn gefragt, wieso er sich dabei die Finger nicht abschneidet. Da hat er gelacht und gesagt, gelernt ist gelernt, ne? Ja, Jens, weißt du, also... Das ist so. Ich habe meiner Mutter viel in der Küche geholfen, weißt du? Das geht mir so von der Hand wie nichts. Martina, Vater Geschäftsmann, Tochter Köchin. Das passt nicht zusammen. Jens, ich sag dir doch, ich weiß nicht, was du willst. Wirklich nicht? Jens, also, ich weiß nicht, ich meine... Was ist dabei, wenn eine Frau in der Küche was kann? Nix ist dabei, wirklich, rein gar nix. Komm, Martina, guck mich mal an. Ja und? Beate hat recht. Du hast Angst. Angst? Mhm. Ich? Mhm. Ich doch nicht, Jens. Martina, erzähl mir doch nichts. Ich hab doch Augen im Kopf, hm? Und dann... Ich hab dich lieb, hm? So. Und nun sagst du mir, was los ist, ja? Nichts ist los, Jens. Hab ich dir doch gesagt. Martina, nun mach mir doch nichts vor. Das stimmt hier doch alles nicht. Mach sein, ich bin ein alter, dösiger Kerl. Aber wenn Ratten in der Bilsch sind, das kann ich riechen. Was soll da nicht stimmen? Naja, ich habe euch nur 8 Tage hier erlebt, ne? Und ihr habt euch nicht ein einziges Mal gekappelt. Sowas gibt es nicht. So geht eine Tochter nicht mit ihrem Vater um. Nicht so ein Dern wie du. Mein Vater. Ich weiß nicht mal, wer mein Vater war. Was? Ja, nun guckst du was? Ja. Was weißt du denn von mir? Ach, nichts weißt du. Jens, hilf mir, du bitte. Oh ja, ja, natürlich, mein Dern. Sicher helfe ich dir, aber hör mal, da musst du mir auch sagen, was los ist, hm? Wo soll ich anfangen? Also. Der Mann da draußen, der sagt, dass er mein Vater ist, das stimmt nicht. Nee? Ja, was ist er denn? Er heißt Schulz, so wie ich. Ist ja ein Allerweltsname. Er hat seine Finger überall drin. Hotels, Ferienzentren. Ach, alles sowas. So, ja, und ich meine, was hast du mit ihm zu tun? Ich war Köchin in einem seiner Hotels. Aha. Da ist das passiert. Was ist da passiert? Er hatte so einen großen Brillantring und den hat er mal abgenommen und liegen gelassen. Und ich habe den Ring gefunden. Gleich am anderen Tag beim Juwelier verscheuert, dumm wie ich war. 5000 Mark habe ich dafür gekriegt und mehr als 20 war der Scheiß wert. Ein Tag später hat Schulz das rausgekriegt. Er hat einfach beim Juwelier gefragt und dann hatte er mich. Mensch, Martina, das hättest du nun nicht tun dürfen, du. Du hast gut reden. Meine Mutter hat mich hier an der Küste großgezogen, in Bekos, so einem kleinen Dorf. Weißt du, was das heißt, da als uneheliches Kind aufzuwachsen? Als ich dann Köchin gelernt hatte und in den großen Hotels diese halbseidenen Damen gesehen habe, vorn und hinten bebummelt und aufgetakelt. Was haben sie dafür getan? Verkauft haben sie sich, egal an wen. Hauptsache, er hatte Geld. Ich stand in der Küche und hab Porree geschnippelt.
Ja, und weiter. Hat Schulz dich denn angezeigt? Er? Aha. Mich? Oh, du, da kennst du ihn nicht. Er sagte, er könnte mich ins Gefängnis bringen, ja, aber das wollte er nicht. Ich sollte ihm bei seinen Geschäften helfen, hat er gesagt, dann ging er nicht zur Polizei. So, und was waren das für Geschäfte? Grundstücke und Häuser, die was wert sind, an sich zu bringen. So billig wie möglich. Für Hotels, Touristenzentren. Ja. So wie deins hier. Du, sag mal, das ist doch wohl... Meinst du damit... Du willst doch wohl nicht sagen, dass du mich einwickeln solltest, dass er mich aufs Kreuz legen kann? Also, das ist ja wohl nicht zu glauben. Wegen so ein paar Quadratmeter Grund und Boden konntest du mich kaputt machen. Wegen so ein bisschen Schied an den Kuss. Sind wir das jetzt so tun können? Nee, Jens. Ach. Dich nicht. Ich meine, Jens, ich könnte mich umbringen. Ach was? Jens. Komm, ja, nur mal nicht reden. Nee, ist ja auch meine Schuld. Wie konnte ich, alter Krüppel, glauben, dass eine junge Dern wie du, dass die... Oh, dass Jens, nicht so. Nicht so. Meine, komm, ist doch nur alles egal, oder? Du willst doch wohl nicht sagen, dass du mich lieb hast, oder? Doch, Jens. Ach, komm. Aber anders. Mehr als... Doch, du weißt schon. Aha. Mehr als Bruder, Vater oder so, ne? Ja. Warum auch nicht? Ja, und wenn das mehr Schwiegervater wäre? Schwiegervater! Oh, das ist hart. Jens, auch wenn ich da jetzt kein Recht mehr drauf hab, aber das ist so. Hauke, hm? Du und Hauke. Sag mal, weiß er da was von? Ich meine von der Komödie hier. Nichts, überhaupt nichts. So, und du willst ihn? Und dieser Herr Schulz, der will mein Grund und Boden und mein Haus? Er hat große Pläne damit. Na schön. Gut. Dann soll er das kriegen. Oh. Klar geht? Ja, ja. Ich glaube, wir haben an alles gedacht. Tante Rieke weiß Bescheid. Jo. Weiß sie alles? Hör mal, ich bin noch nicht dösig. Vielleicht steckt sie damit drin. Hat Hauke seinen Kram klar? Ja. In 14 Tagen ist es soweit. Und du meinst, Martina hält durch? Sicher, du. Die ist froh, wenn das hier alles vorbei ist. Da können wir uns drauf verlassen, du. Und wenn er nun kein Bargeld hat, ist ja ein ganzer Batzen, ne? Wir warten so lange, bis er zur Bank gefahren ist. Cash oder nothing? Du, das werde ich ihm auch gleich verklickern, ne? Rankriegen kann er uns nicht. Ja, womit denn? Geht doch alles nach seinem Willen, hm? Sag mal, warum machst du das nicht eigentlich beim Notar im Büro ab? Nö, du, hier habe ich alles unter Kontrolle, weißt du? Ganz schön aufregend, das Ganze, ne? Ach, was läuft sich alles zurecht, was wir sehen. Ich glaube, sie kommen. Ja, fein. Dann kann das nun schon losgehen, nicht? Moin, moin. Moin, moin. Na, gut geschlafen, Wie Gott. Immer. Ah, dieser Kaffeeduft. Also, ich muss schon sagen, Sie sind eine wunderbare Wirtin. Schade, dass Sie das Ganze nicht professionell machen. Dann wird es so bald keinen Spaß mehr machen. Sagen Sie mal, die Schafe da draußen auf Ihrer Wiese, gehören die Ihnen? Na, da wird mein Vater sich aber bedanken. Nein, die Wiesen sind verpachtet, bringen aber so gut wie nichts an. Oh, schade. Ich mache Schafe so gern. Besonders, wenn sie klein sind, so im Frühling. Na, aber Arbeit machen sie auch. So, sie kommen wohl jetzt allein zurecht, Danke, ne? Danke, wissen Sie. Dann gehe ich mal nach oben die Betten machen. So. Bitte schön, gell? Wie weit bist du mit dem Alten?
Sitzt mir allmählich schwiel am Hintern in dieser Bruchbude. Ich glaube, er will das machen. Ich glaub. Hast du ihm klar gemacht, dass du hier bleiben willst? Ja, hab ich. Aber du hast ihm nicht die Ehe versprochen. Das könnte Trauer gehen, ja? Nein, war doch so abgemacht. Gut so. Und der Vertrag läuft wieder auf meinen Namen? Ja. Und wenn wir den Wisch haben, nix wie weg. Du unterschreibst noch bei meinem Anwalt den Verkauf an mich, kriegst 5000 Bar auf die Hand und verschwindest. Sind wir dann quitt? War doch so abgemacht, nicht? Gut. Oh, moin, moin. Moin. Hey, ja. Moin, Jens. Oh. Was ist denn mit dir los? Oh, mein Bein, du, mein Bein. Was ist da mit Jens? Das tut weh. Bis oben hin. Ja, das ist gewiss das Hüftgelenk, ne? Ja. Das kommt vom vielen Rumlaufen. Ja. Du hast dich überanstrengt. Ja, das glaube ich auch, du, ja. Ja, ich konnte nicht mal heute Nacht ins Bett, ne? Ich muss die Jungen auf dem Sofa schlafen, du. Oh Mann, ja, was mache ich denn jetzt bloß mit dir? Ach, lass mich hier mal so sitzen, ne? Das ist so ganz schön hier, ne? Ja. Machst einen Schluck Kaffee? Ach, bitte, ja, gern. Ja. Danke, ja. Danke. Ah! Sieht aber schlimm aus mit ihrem Bein, nicht? Ja, das böse Schiedkram ist das. Ja, muss ja eine unangenehme Nacht gewesen sein auf dem Sofa. Ich hab kein Auge zugekriegt. Ja, und dann geht einem auch so viel durch den Kopf, ne? Ach, was denn so alles? Ach, weißt du, da mag ich nicht drüber reden, nicht? Das ging um dich und mich, ne? Ja, halt, aber Sie haben doch wohl in der Hinsicht vor mir keine Geheimnisse. Was? Ach nee, natürlich nicht. Nee, stimmt ja überhaupt nicht. Ja, Martina, darf ich dich denn mal was fragen? Ja, nun mal los, Jens. Ja. Was ist? Guck mal, du, ich meine, willst du wirklich hier bleiben? Gesagt hast du sowas ja mal, ne? Das weißt du doch, Jens. Ja. Ach, das ist schön. Ja. Ach, ist das schön. Ja, Herr Schulz, dann muss ich um Ihr Angebot zurückkommen. Angebot? Was für ein Angebot? Naja, wir haben da noch mal drüber gesprochen. Mit meinen Schulden und so. Was ist das? So, ja, Sie meinen diese Verkaufsidee. Ja, darüber lässt sich reden. Ja, das wäre natürlich mehr ein symbolischer Preis, nicht? Mhm. Schließlich geht es darum, Sie schuldenfrei zu machen und dass Sie wieder ein bisschen Startkapital haben. Man bleibt ja sowieso alles in der Familie, nicht? Genau. Darf ich mal fragen, worum es eigentlich geht? Na, ganz einfach. Heute Abend hat Schulden machen müssen. Und ich will doch, dass du es gut hast, wenn du hier lebst. Ja, wir lösen die Schulden nun so auf, dass das alles hier an dich verkauft wird. Ja, und da ihr ohnehin zusammenleben wollt, bleibt doch alles beim Alten, ne? Ach, das willst du wirklich tun? Na, für dich tue ich doch alles. Also Nägel mit Köpfen, aber heute Abend, an wie viel haben Sie gedacht? Na ja, ich meine, um gut zurechtzukommen, nicht? Und dass es auch nicht so mickerig aussieht, nicht? Naja, da denke ich so, 100.000. 100.000? In bar. Naja, darüber ließe sich reden. Ja, also weniger geht nicht. Ne? Wissen Sie, hier wird viel geredet, ne? Und so ein Landverkauf, der lässt sich nicht verheimlichen. Ja, wenn da bloß so ein paar Mark bei rausspringen, dann lachen die mich hier alle aus. Also ne? Gut, 100.000. Ja? Einverstanden? Ja, so verständlich. Hand drauf. Hand drauf. Oh, oh. Danke. Hand drauf. Ja. Los, Martina, hau durch. Ja. Dann wissen Sie was? Ich habe das Geld sogar hier. Nee. Ja, ich habe auf der Herfahrt noch einen Verkauf gegen Bargeld gemacht. Und das liegt jetzt warm und trocken oben im Zimmer. Na fein. Und ich habe auch was unternommen. So, Herr Schulz. Ja, wissen Sie, ich bin für Klarheit, nicht? Dieses Hin und Her, das kann ich nicht ab. Nee, Schrecken, kann ich nicht ab. Wissen Sie was? Ich habe meine Schwägerin gebeten, heute Morgen mit einem Notar herzukommen, nicht? Ja, ich meine, wenn Martina jetzt Nein gesagt hätte, dann wäre er wieder abgehauen und hätte nur sein Fahrgeld kassiert. Nicht? Das ist, ich meine, das ist doch in Ordnung, oder? Na, das nenne ich doch Vorausdenken. Ja? So, und jetzt gehe ich nach oben und hole uns eine Flasche schönen alten Cognac. Den werden Sie auch als Köln trinken, wenn ich Herzlange heute habe, was? Gewiss nicht, Herr Schulz, ganz gewiss nicht. Dass bloß alles gut geht. Ich will bloß hoffen, dass Rieke gleich mit dem Notar hier antanzt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Läuft doch alles so, wie wir das abgesprochen haben. Ne? Weißt du was, Martina? Du könntest mir gerne ab und an noch mal einen Kuss geben, ne?
Das sieht besser aus, ne? Also jetzt weißt du. Nee. Nee, das ist doch alles bloß Tarnung, nicht? Und das muss jetzt durchgehalten werden, komm. Kriegst nachher ein, wenn alles vorbei ist. Na schön. Du, aber denk mit dem Schüssler weg, ne? Ach, Martina, da ist mir noch was eingefallen. Sag mal, als ihr hier angekommen seid, da hat Ricke von Zufall was gesagt. Ja, aber das war doch alles abgesprochen, das Ganze, oder? Du sag mal, sitzt Ricke da mit drin? Nein. Na? Bloß ein Büschen. Aha. Ricke hat schon im Winter in Garmisch von dir erzählt, aha, dass es dir schlecht ginge und dass du hier Land direkt an der See hättest. Er hat sich sowas immer aufgeschrieben. Und er hat ihr vorgeschnackt, sie sollte uns mal bei dir unterbringen, dass du ein paar Mark mit Logiegästen verdienen könntest. Naja, und dann hat sie ein bisschen geflunkert. Oh, oh. Aber sie hat's gut gemacht. Naja, das ist auch ihr Glück. Aber eine Sludertasche ist in die Gäste. So, etwas ganz Edles. Ja? Aber den kann man nicht einfach aus Schnapsgläsern kippen. Gibt es denn hier keine schönen Schwenker? Ja, natürlich. In der Stube, im Buffet, Augenblick. Bleiben Sie nur sitzen, das mache ich schon. Ja, 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 mach du mal, ne? Mach du mal. Dass alles so in Ordnung geht, Jens, das ist doch ein Glück, nicht? Nicht übertreiben. Na ja, und vor 8 Tagen, da war alles noch so grau in grau, nicht? Das ist für ganz besondere Anlässe. So? Ja, sehr klar. Na. So. Ja. Tina. Oliver. Ja. Danke. Ja. Auf die Zukunft. Oh, ja, das kommt. Oh, danke. Warte. Danke. Oh, Gott, ja. So. Auf die Zukunft. Prost. Köstlich, was? Ja, ja. Ja, könnte ich mich dann gewöhnen, ja. So. Moin, moin zusammen. Moin, moin. Moin, moin. Na, wie viel, Freunde? Oh, du Bombenfang. Oh, wie schon lange nicht mehr, du. Nein, nein. Du, das war mal wieder ein warmer Regen. Gott sei Dank. Komm, ist noch Kaffee da. Ja? Du, sag mal, wo hast du Peter denn gelassen? Du, der ist gleich nach Hause gegangen, als wir zurück waren. Ah. Ja, du, er war so komisch. Komisch? Ja, du, ich weiß auch nicht. Naja, den Koller kann ich alleine klar machen, ne? Ja, ja. Oh, danke. Oh, oh, oh! Was ist denn mit dir los, Vater? Mein Bein! Ja, das kommt vom Saufen. Schon Cognac zum Frühstück. Also kein Wunder, du. Nein, das hier ist ganz was anderes. Ihr Vater und Martina haben so immer eine weitreichende Entscheidung getroffen. Ja, weitreichend. Ja? Ach ja. Aus diesem Anlass habe ich mich entschlossen, die Finanzen Ihres Herrn Vaters etwas zu konsolidieren. Ja, das ist doch Grund für ein Cognac, oder? Jo, dann lass mich mal auch einen haben. Ja. Du kannst meinen haben. Ich habe von der Seite getrunken. Von der? Mhm. Hoch den Kopf und bloß nicht plärren. Wenn es schlimm ist, kann bloß besser werden. Prost. Prost. Hast du dir das denn auch gut überlegt, Martina? Weißt du, wie das im Winter hier aussieht? Wie anderswo auch, denke ich. Sturm, Eis, Schnee, Hagel. Du, und wir haben keine Zentralheizung. Das heißt, jeden Morgen, du, Ofen leer machen, Asche rausschleppen, Feuer anmachen und so. Ja, das will Martina doch nicht abschrecken, was, Tina? Ach was. Ja, auch in unseren Kreisen. Da weiß man anzupacken, nicht? Donnerwetter, ja, das ist allerhand. Na. Dann ist ja alles gut, ne? Ja. Ach, das ist sicher. Kriege mit dem Notar. Oh, ja. Na, endlich. Oh, oh, oh. Na, du Peter. Was ist denn mit dir los? Moin erstmal. Moin, 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 Peter. Moin, Peter. Was willst du denn mit dem Blumenstrauß? Rein Schiff machen. Das geht so nicht weiter. Was geht so nicht weiter? Das mit Martina. Was ist mit mir? Ach, dir muss doch einer helfen, Dirn. Und Hauke kriegt ja nichts beschickt. Herr Schulz. Ja, bitte. Herr Schulz, um in aller Öffentlichkeit und frei von der Seele weg zu sprechen, ich liebe Ihre Tochter. Du hast von Lönn an der Pfanne, was?
Das wird sich zeigen, Herr Schulz. Also, wie ich bereits sagte, ich... Mann, Peter, wie bist du denn auf diese Schnapsidee gekommen? Schnapsidee, das wärst du gleich gewahr, was hier eine Schnapsidee ist. Herr Schulz, also... Du mach aber mal einen Punkt, Peter von Thien. Was gesagt werden muss, wird gesagt. Herr Schulz, also... mein lieber junger Freund, Ihr Ansinnen ehrt Sie sehr, aber ich muss Sie enttäuschen. Ja, meine Tochter hat sich bereits anders entschieden. Nicht wahr, Holdappe? Jawohl! Ja, ich lass doch meinen Vater sein Glück nicht kaputt machen. Ganz recht. Sie sehen also, Herr von Thien, Sie kommen zu spät. Tja, war meine Diagnose doch richtig, ne? Vater fixiert. Kann's nix anmachen, ne? Ja, und dafür habe ich meine Mutter ihren Vorgarten geplündert. Du, lang mal her, deine Blumen. Nee, 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 für dich sind sie nicht. Nee, nee. So gut, dann behalt sie. Komm mal mit, du, ich erkläre dir alles draußen, ja? Warum krieg ich immer einen Korb? Immer ich. Ja, das erkläre ich dir auch draußen. Komm. Nun komm, Rieke mit dem Motor. Na endlich. Werden Sie jetzt erwartet, ne? Ja, Rip. Tag, das sein? Ja, danke. Darf ich vorstellen, Dr. Surbier von der Kanzlei Surbier und Wien. Tag, Herr Dr. Surbier. Guten Tag, Herr Dr. Surbier. Erfreut, Sie kennenzulernen. Schulz, Schulz ist mein Name. Was? Ach ja, 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 ist gut. Sie sind bettlägerig? Achso, das haben Sie. Nein, ich kann mich nicht rühren, ne? Ja, das ist gut, ja. Was ist das? Ach nein, ja, wenn Sie nicht bettlägerig wären, dann werden Sie zu mir kommen müssen. Ja, ja. Wo kann ich hier schreiben? Hier auf dem Tisch. Ja, das steht ja voll. Ich helfe mal eben, das gibt es lang. Ja, das ja, wir hatten noch nichts miteinander zu tun, scheint ihr was? Nein, mein Vater, der sagte immer, zum Afkarten laufen, das ist so gut wie von Haus und Hof gejagt. Ne? Ja. Ja. Das sagte mein Vater auch immer. Er war Pastor in Lübersfeld. Ach, guck mal an. Und dann sind Sie Notar geworden? Er sagt immer, zwei Menschen leben vom Laster, der Advokat und der Pastor. Sie wollen verkaufen? Ja, ich will verkaufen. Und alles hier? Alles, ja, das Haus. Den Garten, die Wiesen, alles. Aha. Na ja, gut, ein Abwasch. Dann machen Sie mal ein bisschen Platz, ja? Ja, aufregend, die machen das. Geht das ja? Ja, natürlich. Au! Geht uns nicht so schnell, nicht? Nee, das glaube ich. Ja, so, sehen Sie mal. So. Ja. Der Tisch wackelt. Hm? Oh ja, der Tisch wackelt. Tisch wackelt. Ja. So ist gut. Ja, ist gut. Da ist ein Fleck. Das geht ja nicht augenblicklich. Das haben wir gleich. So. Ja, so ist gut, meine Damen. Ja, Frau Holzapfel, was macht's geschehen? Läuft alles? Das haben Sie doch gestern wieder gesehen, oh, ne? Ja. Ja, das ist in der Hauptsaison immer so bei mir. Haben Sie schon Pläne für den Urlaub? Wieder Garmisch? Bisschen Skilaufen oder so? Nein, dieses Jahr will ich nach Neuseeland. Oh. Soll ja so nett da sein, nicht? Bisschen reiten, bisschen schwimmen, bisschen surfen, nicht? Und dann ist da ja Sommer, nicht? Ach, dann ist um die Zeit. Das soll ganz prächtig sein. Das habe ich von meiner Freundin gehört. Ja, das so los, wer ist erschienen? Wer ist was? Wer erschienen ist, hä? Wer ist hier? Ach so, das hätten Sie mal gleich sagen können. Ne? Also, das ist Herr Schulz, das ist Rieke, das ist Martina, sind Sie und ich. Ja, Sie haben nicht viel Erfahrung im Rechtsgeschäft, was? Nee, dafür sind Sie ja hier. Was, ich? Ja. Sie wollen auch verkaufen, oder? Ja, bitte. Na, dann geben Sie mir mal Ihren Ausweis hier, damit ich weiß, wer Sie sind. Ich bin Jens Holdappel. Das kann jeder sagen, ich brauche Ihren Ausweis. Ja, den habe ich nicht bei mir, nicht? Rieke, ja? Bist du mal so gut, gehst du immer eben in die Stube. Ja, nicht? Ja. Nee, du in der Kommode. Ja. Ja, oberste Schieflade da, ja. Bei den Oberhemden ja. Oder so. Dann hole ich meinen auch gleich, ja? Ja, vielleicht
Könnte man das Ganze etwas beschleunigen, wissen Sie? Was, beschleunigen? Ja. Ein Rechtsgeschäft kann man nicht beschleunigen. Da ist Form und Inhalt vorgeschrieben. Also bitte keine Einmischung. So, hier ist der Ausweis. Noch bei der Unterbüchse. So. Bitte, da ist mein Ausweis. Der ist ja abgelaufen. Was? Na gut, nehmen wir ihn, Frau Holtabel, Sie können bezeugen, dass der Herr hier Jens Holtabel ist? Ja, das kann ich bezeugen. Er sah schon immer so aus. Also Jens, ich bin ja nun nicht neugierig sein, aber das interessiert mich doch. Sag mal, wie habt ihr abgemacht? Oh, Sie können ganz beruhigt sein. Ihr Schwager und ich, wir haben uns auf einen sehr fairen Preis geeinigt. Nicht wahr, Herr Holtabel? Ja, also wirklich, der Preis ist gut. Wir sind zufrieden, nicht, Herr Schulz? Wunderbar. Ja. Ich meine, du hättest ja auch nicht verkaufen können, nicht? Ich habe hier noch eine Menge Pläne. Ja. Golfplatz, Ponystall, Reitbahn, Fitnesscenter. Oh. Und ihr sollt so eine Reitbahn. Ja, aber ich könnte Ihnen also, mit Tipps geben. Also bin ich denn hier auf dem Hühnerhof? Wer soll bei der Gangerei schreiben? Oh, Entschuldigung. Ist gut. Wer ist der Käufer? Der Käufer ist Frau Martina Schulz. Und wo bitteschön ist Frau Martina Schulz? Ja, ich rufe sie mal eben. Frau Schulz, Sie werden gebraucht. Ja, ich komme sofort. Sie kommt. Oh, nanu, seid ihr schon in Gange? Ja. Ihren Ausweis bitte. Guten Tag. Was? Ihren Ausweis bitte. Mein Ausweis? Ja, den habe ich nicht da. Moment mal, den hole ich Ihnen, ne? Und dabei soll man nur Verträge aufsetzen. Soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee machen, Herr Doktor? Das geht ja schnell mit der Maschine. Hä? Tasse Kaffee. Nein. Danke, danke. So, hier ist mein Ausweis, bitte. Manu, wer sind Sie denn? Martina Schulz. Ach ja? Sie sind die Käuferin? Ich meine, Sie wollen das hier alles kaufen? Ja. Wissen Sie, die Nachfrage wird jetzt nämlich größer. Die Leute haben nicht mehr so viel Geld wie früher. Zum Reisen, Ausland und so. Ne? Und da muss ich erweitern. Man muss ja am Ball bleiben. Ja, das habe ich auch immer. Heute bedeutet Stagnation bereits Rückschritt. Genau. So, hier ist mein Ausweis. Ja, bitte. Ausweis? Wieso Ausweis? Was soll ich damit? Ja, aber Sie haben doch eben gerade gesagt, dass Sie ihn haben wollen. Lieber Gott. Zwei habe ich und zwei brauche ich. Oh, Beate, schick. So kenne ich dich ja gar nicht. Tata, da riechst du dir gutes Fleisch. Geht's voran? Okay. Mir hat mal jemand gesagt, ja, die Friesen sprechen nicht viel. Also, wenn ich den Tünkopf zu fassen kriege, wo bitte sind die Grundbuchauszüge? Grundbuch brauchen Sie auch noch. Ja, dann guck mal eben nach, im Buffet muss das liegen. Also, ich warte, Mann, bis das hier mal rausgeht. Ja, ich bin schon unterwegs. 40 Jahre mache ich das hier nun schon. Aber das Tempo von den Leuten hat sich nicht geändert. Nur sagen Sie das nicht, Doktor. So bei Kleinen sind wir auch alle so ein bisschen fixer. Ja, was früher eine Woche gedauert hat, das braucht heute nur noch 7 Tage. So, aber, Beate, was ist denn nun? Unterste Schieblade, guck mal. Hab's schon. Ach, das ist schon super. So. So, hier, Doktor. Na, endlich! Kann man hier reinkriegen? Ja, das ist ja komisch. Ist ja vollständig. Haben Sie was anderes erwartet? So, los, nur mal ein bisschen schneller, dass wir das zu Ende kriegen. Wie wird bezahlt? Bar, Scheck, Überweisung? Bar. Haben Sie das Geld da? Ja, Moment, ich muss es holen. Sind Garantien ausgemacht? Nee. Öffentliche Lasten übernimmt wer? Sie. Feuerkasse? Jo. Sie übernehmen sie? Jo. Bitte? Ja. Sind Belastungen auf Haus und Grundstück? Ja, 60.000 Mal. Wer übernimmt die? Ich. Kaufpreis? 100.000. Was? 100.000, ja, das gibt's doch klar. Weitere Abreden? Nee. Inhalt des Grundbuchs ist bekannt? Jo. Ja. Verkehrskosten dreht wer? Sie. So, jetzt kann's losgehen. Nee, nur schon zu Ende. Also hören Sie mal, 100.000. Also, bitte, Ruhe! Ich verlese jetzt den Vertrag. Notariatsring ist Nummer 40/84 verhandelt. Erstens, ganz heute. Reisemittel morgens mit 3 Augenzüge, Bettlänglichkeit von Person bekannt. Zweitens, Ihr Schutz, Verlagerung, ich fasse die Ausschlüsse bei der Banken. Vertrag, Vergabe 1, Herr Gens, Hotel, mit Eigentümerskosten, Grundbuch, 4, wir beschieben, aber bis 9, Herr Gens, Grundbuch, 1, Vertrag 2, er verkauft hier, wenn das vorgelandete Grundstück, wir brauchen wieder ein Vermieter aus und Garantie, verklingt noch, der Kauf, was betrifft, der hat von der 1000, zahlbar, aber Einfluss. Ich, Jens Hotel, bin billiger Beantrager, die Eintragung der Martina Schutz, Eigentümerskosten, ich, Martina Schutz, Beantrager, die Eintragung der Eigentümerskosten, als
Also, auf Befragung erklärt die Partei, dass in der Inhalt des Grundes bekannt sei, das vorstehende Protokoll ist 1 und 2 vorgelesen, woraufhin einvernehmlich und wie folgt unterschrieben. Ist vielleicht noch irgendwas unklar? Ich habe kein Wort verstanden. Das ist wohl auch nicht so wichtig. Ich glaube, man sollte jetzt unterzeichnen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. So, wenn Sie hier bitte mal unterschreiben wollen, ja. Heute haben Sie einen Stift. Dreimal bitte, ne? Dreimal bitte, ja. Dreimal bitte. Jetzt holt aber Dremel. Und jetzt holt aber Dremel. Dreimal! Ja, bitte, drei. Ja, eins, zwei, drei! So, ich noch nicht. So. Ja, dann ist das schon wohl klar. Moment! Stempel! So, ja, dann haben wir Ihr Exemplar. Holger, so, und hier ist das Geld. Würden Sie bitte mal räumen? Ja, ja, wir werden räumen. So. Ja. 100.000. Würden Sie bitte nachzählen, Herr Holger? Ach, das tut ja wohl nicht nötig. Herr Schulz, nicht? Bleibt doch alles in der Familie. Eben? Ja. Also sag mal, jetzt bist du verrückt. Gibt's das alles nicht für ein Apfel und Ei? Haben Sie das Gehirn geklaut, oder was? Rieke, du riech dich ab. Das hat alles seine Richtigkeit, ne? Bin ich in der Klapsmühle oder wo? 100.000, was hätte ich davon machen können? Ja, bleibt wirklich alles in der Familie. Das geschieht wirklich nur zum Besten Ihres Schwagers, das dürfen Sie nicht glauben. Ich brauche Schnaps. Ja, den könnten wir jetzt alle vertragen. Das ist doch üblich bei solchen Anlässen, oder? Ja, ist es. Aber einen Augenblick noch bitte, nicht? Ja. Ach, Herr Dr. Sugovia, können Sie mir einen Gefallen tun? Und was für ein? Ja, mit so viel Geld im Haus schlafe ich schlecht, nicht? Können Sie das für mich mitnehmen zur Bank? Ja, und hier im Ordner, da sind die Papiere für die Hypothek. Und können Sie das für mich klar machen? Kommt bitte auf die Rechnung. Ja, das ist so, hier die Bankvormacht, wenn Sie die bitte mal unterschreiben wollen. Ja, das tue ich auch dreimal, nicht? Einmal! So, und hier Ihre Quittung. D-Mark 100.000. So, bitte sehr. Dankeschön, danke. Siehste wohl. So, und du Kömser. Ja. Sie trinken wohl auch einen mit, ne? Ach, das ist gar so ein Sinne, da soll man nicht von abgehen, echt? Also der Vertrag, der gilt nicht. Mein Schwager ist verrückt. 100.000 Mark, das ist ja wohl nicht das. Das ist so lang zu. Wer sagt was? Martina. Ich? Oh ja. Ja, mal los, komm. Da challenge Spock und ob unser Old Do. Prost. Prost. So, ich will los. Also dann auf Wiedersehen allerseits. Wiedersehen. Abgerackert, so nicht ins Schwitzen gekommen. Du aber schnacken kann er, du. Junge, du. Ach, Frau Holzapfel. Ja? Hat er von Schlettow angerufen? Nein, hat er nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, was ist denn? Es gab da schon vor unserer Reise Probleme, wissen Sie. Ich muss da mal nach dem Rechten sehen, am besten gleich jetzt. Jetzt? Ja, ich halte es für das Beste. Wenn man im Geschäftsleben etwas auf die lange Bank schiebt, dann gleiten einem leicht die Fäden aus der Hand. Und umso eher sind wir auch wieder zurück, nicht? Wir? Wieso wir? Ja, ich muss Martina bei solchen Dingen dabei haben. Sie hat wichtige Vollmachten, wissen Sie. Am besten, du packst jetzt gleich ein paar Sachen, es ist ja nur für eine Nacht. Das geht heute nicht, Herr Schulz. Was geht heute nicht? Dass Sie heute wegfahren. Wir feiern doch heute Abend. Ja, da muss diese Feier eben ohne uns stattfinden, nicht? Nee, das ist unmöglich. Martina ist doch die Hauptperson. Was? Wie? Aber Herr Schulz, ist das denn so schwer zu verstehen? Martina und ich, wir verloben uns heute Abend. Und in 14 Tagen ist Hochzeit. Das Aufgebot ist bestellt.
Es sollte doch alles in der Familie bleiben, oder? Ihr wollt mich reinlegen, ja? Ihr glaubt, ihr könnt mich reinlegen? Du Miststück, du Elend, das Mist! Sag das nochmal, du! Los, sag das nochmal! Ach, hat sie dich umgekriegt. Was? Bist du jetzt an der Reihe, hä? Weißt du, was das für eine ist? Kennst du sie? Nö, wir kennen dich und das lang. Du, und wenn du hier mit heilen Knochen raus willst, dann dreh dich! Das macht ihr mit mir nicht. Ihr nicht. Ihr hört doch von mir. Na klar, außer Zeitung, wenn sie dich eingebuchtet haben. Es weg, Hauke! Es weg! Du, und er bleibt aufrecht, da kannst du dich auch verlassen, du. Da zwinderst du. Mir zittern dann noch die Knie. Warte, aber was ist hier eigentlich los? Ich verstehe kein Wort. Warum sagt mir keiner was? Rieke, pass auf. Das alles hier ist so eine Art Familienfest, nicht? Was war hier für ein Radau? Kann ich helfen? Komm, 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 Peter, brems dich, ne? Ist vorbei, du. Ist alles in der Reihe. Verstehst du? Vorbei? Was ist vorbei? Ja, weißt du, Haukes Schwiegervater hat sich sozusagen von der Familie losgesagt. Was? Kann ja mal einer vernünftig reden? Schwiegervater? Darf ich dir mal eine Braut vorstellen? Martina Schulz. Hauke, du ärger ihn nicht auch noch. Meine Mutter haut mich tot, wenn sie ihren Vorgarten sieht. Was mache ich nun mit den Blumen? Wenn du sie mir andrehst, du, ich hau sie dir über den Dassel. Du hast sie für Martina gepflückt. Stimmt. Mein Glückwunsch. Kannst brauchen mit so einem Kerl. Danke. Beate, ich hab noch nicht alle Blumen mitgekriegt. Ein paar sind noch da. Wollen wir sie holen? Na also. Du, sag mal, wie geht's? Gilt dein Angebot noch? Ich meine mit dem Friesenpesel. Ja, ich habe noch keinen neuen Pächter gefunden. Na schön, dann nehme ich an. Wirklich? Ja. Was hast du vor, Vater? Schau, mein Joe, Eva, nur Gastwirt, du. Ja, du, ich habe in den letzten 8 Tagen hier so viel gelernt, dann schaffe ich das auch noch, du. Ach nee, ja. Du, ist auch eine Wohnung bei? Na klar, 3 Zimmer, Bad und Küche. Im Bungalow neben dem Friesenpesel. Na fein, mehr wie ich gehabt habe, ne? Ja, aber Jens, wir wollen dich doch nicht vertreiben. Was denn? Jens Holzapfel vertreiben? Nee, du, ich mach bloß Platz, das ist alles, ne? Ja, das braucht ihr doch nur hier. Und ich will endlich meinen eigenen Kurs steuern. Ich hab lang genug auf Schied gesessen.